Wir kommen nach Österreich und setzen unsere Serie zur Wahl 17 fort. Da stellen wir Ihnen also nicht die Spitzenkandidaten der 10 Parteien vor, die da antreten, das machen eh alle, sondern jene auf den Listen, die hinter den Spitzenkandidaten stehen und auch realistische Chancen haben, in den Nationalrat zu kommen, wenn es denn deren Partei überhaupt schafft. Die Partei, die heute dran ist, geben nicht wirklich viele eine große Chance, die Hürde ins Parlament zu schaffen. Die KPÖ, die kommunistische Partei, also versucht es wieder mit einem Plus dran. KPÖ Plus wird am Stimmzettel stehen, die Unterstützung einer widerspenstigen, die vor kurzem noch die obersten Grünen zur Weißglut brachte. Paul Fleischanderl berichtet. Straßenwahlkampf bei der KPÖ Plus im 17. Bezirk in Wien. Hier sollen unentschlossene Wähler überzeugt werden. Man will mit den Menschen ins Gespräch kommen. Mein erster Tipp, Namen ändern. Namen ändern? Ich kann meine Stimme. Ja, danke, danke. Kommunismus ist halt sehr verrufen. Das ist das Problem. Ja. Na, ich wünsche auf jeden Fall viel Glück und ja. Einen schönen Tag noch. Danke, ebenfalls. Ciao. Um ins Parlament einzuziehen, sind 4% der Wählerstimmen notwendig. Bei der letzten Wahl 2013 hat die KPÖ nur knapp mehr als 1% geschafft, also ein Viertel der nötigen Stimmen. Drei Themen hat sich die KPÖ Plus für diesen Wahlkampf auf die Fahnen geheftet: Arbeit, Demokratie und Wohnen. Und mit dem Politikereinkommen. Wir sind für Arbeitszeitverkürzung. Ja. Hast du schon unterschrieben, unsere wunderbare Petition? Wohnen darf nicht arm machen. Mit dem Mietthema scheint die KPÖ Plus einen Nerv zu treffen. Das kann man laut sagen. Zuerst 950 Euro Miete und 1000 der Haus. Ne? Ja. Musst aber nebenbei noch leben und so. Für viele Leute ein großes Problem schon mittlerweile. Ja. Die KPÖ Plus steht in ganz Österreich auf dem Wahlzettel. Spitzenkandidat ist der Kärntner Slowene Mirko Messner. Seit 11 Jahren ist er Bundessprecher der KPÖ. Hinter Messner auf Platz 2 kandidiert Flora Petrik. Die 22-jährige Burgenländerin war bis vor wenigen Monaten Sprecherin der Jugendorganisation der Grünen. Im Juni trennen sich die jungen Grünen im Streit von der Grünen Bundespartei und wechseln zur KPÖ. Also von links noch weiter links. Und aus KPÖ wird im Sommer KPÖ Plus. Ob das Bündnis mit den ehemaligen jungen Grünen mehr Wählerstimmen bringt, das wird am 15. Oktober entschieden. Die Partei hofft, nach der Wahl ihre Zelte wieder im Parlament aufbauen zu können. Es wäre das erste Mal seit fast 60 Jahren.